Herzlich willkommen zum Video-Tutorial von Samsung Smart Switch Mobile. Jeder, der Technik liebt, weiß, ab und zu ist es einfach Zeit für ein neues Smartphone. Ein neues Smartphone ist aufregend und spannend. Meine geliebten Daten und Einstellungen, die möchte ich dennoch nutzen wie bewährt. Wenn ich für das bisherige Gerät bereits einen Sync- oder Cloud-Dienst genutzt habe, dann fällt mir der Wechsel relativ leicht. Aber nicht immer ist man im Vorfeld so vorausschauend und selbst wenn, gibt es immer noch einige Daten, die über diese Dienste nicht übertragen werden können. Hierfür gibt es eine clevere App, die nicht nur für den Austausch zwischen Samsung-Geräten konzipiert ist, sondern auch den Wechsel von jedem anderen Smartphone-Hersteller zu Samsung unglaublich erleichtert. Samsung Smart Switch. Um die Synchronisation der Geräte durchführen zu können, habe ich einfach aus Galaxy Apps oder auch dem Google Play Store die Smart Switch App auf beide Geräte heruntergeladen. Ich muss sie auf beiden Geräten starten. Damit die Kommunikation möglichst mühelos funktioniert, sollten die beiden Geräte direkt nebeneinander liegen. Ich gelange nun in ein Menü, das mir anzeigt, welche Daten ich übertragen kann. Darunter sind unter anderem meine Kontakte, persönliche Notizen, Medien und Nachrichten. Durch einfaches Setzen von Häkchen kann ich nun also ganz persönlich auswählen, welche Inhalte ich mit auf mein neues Smartphone nehmen möchte. Sobald ich mit meiner Auswahl zufrieden bin, bestätige ich einfach den Start der Synchronisation und lasse alles Weitere die App übernehmen. Mir gefällt, dass ich unter anderem tatsächlich meinen gesamten SMS-Verlauf auf das neue Gerät kopieren kann. Oft sind wichtige Informationen oder auch liebe Erinnerungen in solchen Textnachrichten enthalten. Und ich habe mich früher oft über deren Verlust geärgert. Die Dauer des Vorgangs hängt natürlich vor allem von der Menge und Größe der ausgewählten Dienste und Inhalte ab. Mit einer Übertragungsrate von ca. 2 Minuten pro Gigabyte erfolgt die Synchronisation allerdings absolut schnell und flüssig. So, jetzt melden mir beide Geräte, dass der Vorgang erfolgreich beendet wurde. Lassen Sie uns mal schauen, wie das nun auf dem neuen Gerät aussieht. Und tatsächlich, da ich für unser Video von einem älteren Samsung-Modell auf ein neueres synchronisiert habe, kann ich sogar optisch feststellen, dass meine neue Oberfläche sich meinen alten Gewohnheiten angepasst hat. Das ist schon großartig, finden Sie nicht? Vielleicht haben Sie ja selbst gerade ein neues Samsung Galaxy erworben, auf das Sie die liebgewonnenen Daten und Einstellungen des Vorgängers übertragen möchten. Dann probieren Sie es doch einfach mal aus. Viel Spaß dabei!